Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist so schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Mein Name ist Monika. Ja, dies ist das Kurzreading für euch, meine lieben Königinnen und Könige der Erde, meine lieben Jungfraugeborenen. Ihr dürft hier mitfahren bei oder auf diesem Schiff in Richtung eurer Karriere und hier Fahrt aufnehmen. Denn, wie gesagt, es geht um den Bereich der Karriere. Das ist der erste Bagua-Bereich, der dem Element Wasser angehörig ist. Deswegen habe ich hier ein wenig Wasser versucht zu zaubern für euch. Und wer korrespondiert mit euch, meine lieben Jungfraugeborenen? Das ist der schillernde Hups. Ja, der macht ja mal so und pickt. Das ist der schillernde Hahn. Ja. Und der darf heute auch mitfahren auf unserem Schiff und zwar hier und nach vorne schauen in Richtung Karriere. Und ich habe euch auch hier diesen Stein mitgebracht. Schaut mal in dem schönen Hellblau und mit Mut und Kraft und Zuversicht. Und die Dame hier steht so schön frei, frei im Wind, so als würde sie auf einem Boot stehen, wirklich. Und einfach den wunderbaren Wind und die Luft genießen. Sie darf hier auch mitfahren auf dem Boot. So, genau. Jetzt schaue ich mal mit dem Licht- und Schattentarot. Wo steht ihr denn gerade im Bereich der Karriere? Was will sich da oder was wollen sich da für Energien zeigen für euch, meine Lieben? Schauen wir doch mal. Was ich euch da übermitteln darf, meine lieben Jungfraugeborenen, meine lieben Königinnen und Könige der Münzen, die ihr ja seid im Tarot und die ihr auch die Alchemistinnen und Alchemisten seid. Ui, ui, das sind einige gefallen, aber ich nehme sie gern. So, ui, 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 okay. Eieiei, das sind ja oh, viele, viele Karten, aber macht nichts. Macht nichts. Ich nehme mir erstmal die ich nehme mir die beiden hohen Arkane, denn das sind die Hauptenergien, meine Lieben. Ich habe hier den Turm. Schaut mal, der Turm, der steht ja immer für etwas, was sich plötzlich verändern kann. Das kann etwas Größeres sein, also dass tatsächlich sich etwas Großes verändert in deinem Leben. Oder es kann auch lediglich ein Gedankes, ein Geistesblitz sein, so wie hier, so wirklich, wie wenn hier im Geiste dir eine Sache, plötzlich ein Gedanke aufgeht. Genau, also wir schauen mal weiter. Ich habe hier die Herrscherin. Die Herrscherin, schaut mal, die steht natürlich über allen Königinnen, also Königin der Kelche, der Schwerter, der Stäbe und der Münzen. Sie vereint alle Elemente in sich. Ja, sie hat es schon sehr weit gebracht. Und seht mal hier, sie ist häufig auch Mutter oder vielleicht sogar werdende Mutter, meine Lieben. Vielleicht werdet ihr Mutter. Und das ist das, was sich bei euch plötzlich, hier plötzlich, wie ein Blitz einschlägt bei euch in eurem Leben, meine Lieben. Ja, das wäre ja wahnsinnig schön. Das fände ich ja toll. Und genau, vielleicht hat euch das sogar, hat es euch in letzter Zeit einige Kraft und Gedanken gekostet, wie es denn in eurem Leben weitergeht, auch in Sachen Karriere. Und vielleicht ist das hier die Lösung, meine Lieben. Vielleicht ist das gerade die Lösung in eurem Leben, ja? Das ist ja spannend. Vielleicht habt ihr euch gesagt, denn
Hier kommen 10 der Stäbe, steht meistens dafür, dass man sich in einer Erschöpfung befindet, ja, dass man gezwungen ist, eine Situation zu verlassen, ja. Vielleicht seid ihr genau in dieser Situation, dass ihr sagt, ne, also ich habe keine Lust mehr, mich strengt das alles viel zu sehr an, ich habe so viel von mir gegeben, jetzt kann ich nicht mehr, ich gehe, ja, ich gehe. Und ich laufe nicht mehr den Münzen hinterher, sondern ich lasse die Münzen hinter mir herlaufen, nämlich indem ich mein Projekt hier vorantreibe. Hoppala. Nämlich dieses hübsche Projekt hier, ja, dieses schöne Projekt oder ein anderes tolles Projekt, was in deinen Gedanken wächst auch, ja, was einfach wachsen darf, ja. Es muss nicht unbedingt ein Kind sein, aber kann natürlich ein Kind sein. Und dann weißt du ja, wo deine zukünftige Zeit sich hinorientiert. Denn, meine Lieben, ich habe hier das Ass der Kelche. Ja? Das Ass der Kelche. Und zwar, also Ass der Kelche, da kommt eine riesen tolle Chance auf dich zu, eben etwas, was dein Herz zum Überfließen bringt, ja, was dich sowas von begeistern wird. Und es kann eben dieses Projekt hier sein, ja. Es ist ganz, ganz toll, diese Energie, ja. Das Ass der Kelche, wow. Also da fließt es nur so vor Gefühlen und vor Herzensliebe, sag ich mal. Und ich habe hier noch den Page der Schwerter. Da darfst du dich jetzt dann belesen zu diesen Themen, ja, zu diesem Projekt, was immer es auch sein mag. Darfst du jetzt ein Buch in die Hand nehmen und dich belesen, meine lieben Jungfrau und Hahngeborenen. Das sind ja wunderbare Nachrichten. Also es könnte wirklich Nachwuchs kommen oder eben ein anderes Projekt. Jetzt schaue ich mal, meine Lieben, welche Bachblüte könnte euch in der momentanen Situation beistehen, ja? Und zwar die Bachblüten, deren Informationen stehen hier auf meinen Karteikarten. Das sind 38 Bachblüten und gehen auf den Arzt und Homöopath Dr. Edward Bach. Das ist ein Engländer, zurück. Ja, und ich schaue mal, welche Bachblüte könnte jetzt euch unterstützen. Ui, ja. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Und zwar, da kam Aspen. Auf Englisch die Zitterpappel. Und was heißt es? Nichts anderes, dass euch diese Situation natürlich auch womöglich ein wenig Angst machen könnte. Ja? Die Ahnungsblüte, sagt man über Aspen, die Ahnung. Vielleicht habt ihr eine Ahnung momentan, dass ihr schwanger sein könntet. Ja? Ist auch spannend, sehr spannend. Ja? Mag sie da nicht rein. Und zwar, ich suche sie mir hier mal her. Schaut mal, das ist Aspen. Könnt ihr es lesen? Aspen, die Zitterpappel von der Firma Healing Herbs. Die kann man rezeptfrei in der Apotheke bestellen oder über Internetapotheke bestellen. Ich stelle sie hier dazu. Sie darf hier mitfahren. Und zwar, wer braucht die Zitterpappel? Und zwar dann, wenn ich Vorahnungen habe, die mir ein wenig Furcht einflößen könnten. Diese Blüte zum Beispiel würde auch Kindern helfen, die Angst haben, allein im Dunkeln einzuschlafen. Ja? Ich zum Beispiel war so ein Kind. Und ja, vor x Jahren, da war es eben eher noch üblich, dass die Mama dann gesagt hat, naja, da ist doch gar nichts, du musst keine Angst haben. Und heute ist man da wesentlich feinfühliger solchen Themen gegenüber. Also diese Blüte könnt ihr anwenden, wenn es um
Ängste geht, um, ja, ich sag jetzt mal, so nach dem Motto, ich habe Angst, aber ich weiß nicht wovor. Manchmal auch so vage Ängste und Ahnungen, ja. Und ich kann euch drei Sätze mit auf den Weg geben, die euch helfen könnten. Und zwar, ich bin beschützt. Ich bin beschützt. Ich bin zentriert. Ich bin stark, ja. Genau. Auch wenn es wirklich um diese Situation hier gehen sollte, angenommen, ihr seid wirklich schwanger, dann gut, dann ist, wäre ich da natürlich, würde ich wenige Tropfen nehmen, da hier auch ein wenig Alkohol enthalten ist, ja. Aber der Alkoholgehalt ist sehr minimal und wenn ihr jetzt nur ein, zwei Tröpfchen nehmt in etwas Wasser, ich glaube, das kann man verkraften, sogar in einer Schwangerschaft. Wobei, ja, das müsst ihr dann selber für euch entscheiden. Diese Bachblüte würde man zum Beispiel auch einsetzen, wenn es um Frauen geht, die sexuelle Übergriffe erfahren mussten oder auch bei Kindern, die Misshandlungen ausgesetzt waren. Ja, auch wenn jemand dazu neigt, Schlaf zu wandeln, ja. Oder wenn man einfach immer Angst im Dunkeln hat, die man sich kaum erklären kann, ja. Und für Kinder, für die sogenannten Indigo-Kinder, die mehr erfühlen als andere Kinder oder Menschen, ja. Genau, dann wäre diese Bachblüte, die Zitterpappel, angebracht. Ich zeige sie euch mal. Das ist die Nummer 2 aus den Bachblütenbotschaften. Nummer 2. Schaut mal, so sieht sie aus. Schaut mal, wie wunderschön die Abbildung ist. Ich bin sicher und geborgen. Espen. Bachblüte Nummer 2, ich bin sicher und geborgen. Schaut mal, wie wunderschön hier diese Abbildung ist und wie süß das Mädchen hier Schutz hat. Ja, wunderbar. Ja, ich tue sie hier mal dazu. Hier dazu oder ich tue sie so hinlegen, dass ihr sie noch sehen könnt. Ja, genau. Ja, jetzt hoffe ich sehr, dass ich euch etwas Sinnvolles mit auf den Weg geben konnte. Ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch, über euer Abo und über Kommentare, meine Lieben. Habt einen wunderschönen Tag, macht es gut und vielleicht seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin alles Liebe. Servus.